Servus und willkommen zu einer neuen Folge Super Meat Boy. In der letzten Folge haben wir einiges erreicht. Wir haben in Cotton Alley in der Light World fast alle restlichen Maps geschafft. Ich glaube, es waren nur noch die 20. Map offen. Was ich heute machen möchte, ist ein wenig Abwechslung. Ich habe mir vorgenommen, heute mal die Glitch-Level durchzuprobieren. Da haben wir ja im Ende, in einer der letzten Folgen, ich glaube, es war vorletzte Folge, das Glitch-Level per Zufall freigeschaltet und es auch geschafft. Und ja, die Glitch-Level in den Welten 1 bis 5 haben wir noch offen. Und ich würde sagen, ich probiere die jetzt einfach mal. Ich habe da volle Kanne Bock drauf gerade. Weil jetzt mit dem gestiegenen Skill in der letzten Zeit, also ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass ich es jetzt ein bisschen besser kann als früher, würde ich das jetzt gerne mal ausprobieren. So extrem schwer war die erste, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Okay, ich erinnere mich. Okay, alles klar, das war blöd. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Hoppala, wo laufe ich denn da hin? Ah, das war blöd, was mache ich denn? Gut, ich muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage kein Meat Boy gezockt. Okay, alles klar. Ja, das war blöd. Dann gehen wir da nochmal rein. Vor allen Dingen muss ich jetzt mal gucken, wie ich da um das kleine Sägeblatt rumspringe, weil da ja doch ein paar Stacheln sind, die mir etwas wehtun könnten. So, alles klar. Alles klar. An das hier erinnere ich mich auch noch. Das war übel. Alles klar. Uiuiuiui. Na, das war total bescheuert. Ich hätte ein bisschen früher bremsen sollen. Aber soweit ich mich erinnern kann, war das mit der letzte Gang, oder? Alles klar. Das geht inzwischen auch easy. So, schauen wir mal. Nee, das war blöd. Da hätte ich die Wand da rechts davon berühren müssen. Aber ich glaube, das schaffen wir, Freunde. Das erscheint mir jetzt nicht unmöglich. So, alles klar. Ja, jetzt schauen wir mal. Okay, das sieht doch machbar aus. Alles klar. Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Und ihr seht das, ich habe das letztes Mal nicht im Video gehabt, weil ich die Steam-Oberfläche im Spiel ausgeschaltet hatte. Wir kriegen für jedes Glitch-Level ein eigenes Achievement. Jetzt im Forest haben wir das gemacht. Gehen wir mal weiter ins Hospital. Dann schauen wir uns das Glitch-Level mal an. Ich glaube, da waren wir auch mal drin, nur mal reinzugucken. Ich denke, ich werde mich direkt wieder erinnern. So, schauen wir mal. Alles klar. Okay. Alles klar. Das sieht doch glatt machbar aus. Okay. Das Schöne dabei ist, dass wir hier keine Zeit einhalten müssen. Oh, ich erinnere mich. Oh, alles klar. Das war dieser eine Block, wo man drauf landen musste. Hm, das ist übel. Das ist übel. Somehow. Okay, warten wir noch eine ab und dann gehen wir mal hier rüber, genau. So, alles klar. Das ist soweit eigentlich easy. Einmal hier rüber. Na, wie krass springe ich da ab? Ich glaube, da darf ich nicht die Laufentaste anhaben. Aber ich glaube, die Warp-Zone packen wir auch, Freunde. Das wäre doch gelacht irgendwo. Wir haben schon so extrem schwierige Level gemeistert. Alles klar. So, einmal darüber. Okay. Na? Du hast es nicht eilig, Sinan. Nein, auf dem kleinen Feld muss ich landen. Das ist heftig, okay. Aber das kriegen wir hin. Ich denke, wenn ich die Laufentaste loslasse, dann sollte ich da eigentlich gut drauf landen können. Denke ich jetzt mal. Wird sich dann zeigen. Und da sind wir in der Lava gelandet. Die Lava da unten ist doch auch absichtlich platziert. Ganz ehrlich, das ist doch fies. Das ist doch echt fies einfach nur von den Entwicklern. So, alles klar. Das ist easy, dann können wir hier sogar ein bisschen sprinten. Alles klar. Alles klar. Nein! Okay, das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir hin. Ich weiß halt nicht, was uns im oberen Teil der Map noch erwartet. So, alles klar. Alles klar. Alles klar, einfach durchrushen. Das geht ja flott wie sonst was hier. Okay. Okay.
Okay. Alter! Okay. Eieieiei. Okay. Oioioi. Oh! Das war böse. Fuck, würde ich sagen. Aber da oben war schon Bandage Girl. Das heißt, schwer ist das Dingens hier nicht. Das schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Ich habe so als kleine Challenge für mich festgelegt, dass ich in dieser Folge ein paar Glitch-Levels schaffen möchte. Ich würde sagen, 4. Dass wir vielleicht die von Rapture noch in der nächsten Folge machen, aber den Rest sollten wir eigentlich in dieser Folge schaffen können. Okay. Der Propeller da war heftig. Alles klar, das ging gerade noch. Okay, das ging auch noch. So, jetzt wird's ekelhaft. Nee, sehr gut. Und ihr seht, das wieder ein Achievement freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Wir nähern uns den 106%, Freunde. Wir nähern uns den 106%. Natürlich fehlt uns noch die Warpzone von The Kids. Aber ich denke, das sollten wir packen. The Factory, die Salzfabrik, einmal ins Glitch-Level. Eieieiei. Übel, übel, übel. Vielleicht sollte ich, diese Vor... Oh, fuck. Das war das mit den Raketen, gell? Ich erinnere mich. Kommen wir darüber. Ja, fuck. Nein, das ist zu kurz. Alles klar. Da müssen wir uns eventuell ein bisschen krass mehr beeilen, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Na, da hätte ich... okay. Ich erinnere mich. So, alles klar. Vielleicht muss ich mich gar nicht so krass beeilen. Ich warte jetzt einfach mal. Okay, alles klar. Fuck! Wir brauchen einen Schlüssel. Alles klar. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gesehen. Der ist direkt hier oben am Anfang, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, da hängt der Schlüssel. Leck mich. Na, das war blöd. Was mache ich? Ich muss das Teil erwischen. Aber ich glaube, jetzt war ich wieder zu langsam. Kommen wir da hin. Fuck you. Alter. Oh, das war blöd. Vielleicht sollte ich bis ganz nach unten mitfahren. Ich habe so Schiss. Ich sag's euch. Fuck you. Okay, da hinten ist eine Plattform. Die Frage ist, ob wir diese Plattform von hier aus erwischen können. Oder ob wir tatsächlich auf die Plattform warten müssen, die hoch und runter fährt. Mal gucken. Also diese Plattform da rechts, meine ich, die da gerade auf unsere Seite fährt. Das war doof. Kommen wir darüber? Nein, alles klar. Höchstens, wenn die Plattform ganz rechts ist, dann könnten wir das schaffen. Beziehungsweise dann klappt das auch. So, so klappt das. Alles klar. Oh, das war knapp. Das war knapp. Alter. Kommen wir von hier rüber. Ja, fuck you. Oh, was ist das für ein Gang? Hör mir auf, was ist das für ein Gang? Ach, leck mich am Arsch. Was ist das bitte für ein Gang? Wie sollen wir denn da runterkommen? Ich hoffe einfach, dass da in der Nähe schon Bandage Girl ist. Aber gut, der Sprung klappt soweit. Ah, da bin ich jetzt hängen geblieben. Doof. Alles klar. Na, das war zu kurz. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Ich habe eher Schiss vor diesem Stachelgang daneben. Wie sollen wir da eigentlich runterkommen? Das ist doch übel. Alles klar, der Sprung haut hin. Jetzt warten wir hier einfach. Okay. Oioioi. So, alles klar. Einmal hier rüber. Okay. Oh, der Gang macht mir so krasse Angst. Den ersten Teil, den können... Nein! Fuck, das ist nochmal das Gleiche, so wie es ausschaut. Eieieiei. Okay, dann warten wir hier jetzt nochmal ganz kurz. Holy. Holy. Wow. Oh, Freunde. Hört's mir auf, bitte. Alter, wir haben es geschafft. Eieieiei.
Okay, 3 Glitch-Level haben wir geschafft und wir sind gerade mal bei 10 Minuten. Oh, da wollte ich natürlich nicht nochmal rein. Ich gehe mal hier nochmal ganz kurz auf die Karte. Gut, bisher war das wirklich machbar. Jetzt interessiert mich mal eins. Gehen wir mal ganz kurz raus. Das ist jetzt ein bisschen laut, aber Statistik. Tatsächlich, Gesamtfortschritt 101%. Uns fehlen nur noch 5%. Ach, kranke Scheiße. Jetzt bin ich ein wenig... Ja, ich hab Angst. Aber warum steht da immer noch 100%? Das müssten doch jetzt 101% sein. Aber gut, gehen wir weiter in die Höhle. Die Hölle! Und weiter direkt in die... in das Glitch-Level. Uiuiuiui. Hey, da kann ich die Folge hier tatsächlich 15 Minuten lang machen. Wenn wir so weitermachen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Waren wir hier auch schon mal drin? Oh, okay, ich erinnere mich. Oh, der war zu lang. Da muss ich ein bisschen weniger... Das ist übel, da auf dem Dings zu landen. Okay, das ging. Einmal hier rüber, einmal hier oben. Kommen wir da so drüber? Ich glaube nicht. Probieren wir das mal so fucking... Okay. Da muss ich ein bisschen höher springen. Aber bis dahin ist das eigentlich auch machbar. Es ist halt krass, hier drauf zu landen, aber ich glaube, das ist auch wieder nur so eine Übungssache. Okay. Nein! Uiuiui. Alles klar. Na, das ist irgendwie zu kurz. Wie soll ich denn da rüberkommen? Muss ich da ein bisschen noch krasser abspringen von der rechten Wand, oder? Nein! Uiuiui, Glück gehabt. Glück gehabt, Freunde. Wie gesagt, gut, dass wir hier kein Zeitlimit haben. Nein! Okay, ganz ruhig, Sinan, ganz ruhig. Das schaffst du. Das schaffen wir, Freunde. Das schaffen wir auf jeden Fall in dieser Folge. Wie gesagt, 4 Glitch-Level waren jetzt so mein persönliches Ziel. Vielleicht machen wir die Folge auch einfach so lang, bis wir dieses Glitch-Level geschafft haben. Weil so extrem schwer schaut das jetzt nicht aus. Okay, das haut hin. Alles klar. Oh, fuck, was ist das denn? Okay, wir können hier zwischendurch springen. Alles klar, dann können wir hier hochspringen, hier oben warten. Dahin und dahin, okay. Oh, fuck. Okay, die springen da rüber. Alles klar. Oh, da sind 2. What the fuck? Alter. Glitch Level Nummer 4. Ich dachte eigentlich, dass die Glitch-Level extrem schwer sein sollen. Bin ich so extrem gut oder sind die Glitch-Level einfach nur extrem einfach? Wahnsinn. Dann noch einmal Rapture. Ah, 96%. Das sieht so schlimm aus. Wir müssen unbedingt bald die Warp Zone von The Kids machen. I wanna be the guy. Scheiße, ich hab so Schiss. Wahnsinn. Schauen wir uns mal hier das Glitch-Level an. Jetzt bin ich gespannt. Oh fuck, das war das mit den Raketen. What the fuck? Alter. Okay, einmal hier rüber. Das schießt. Kommen wir hier. Okay, das können wir so machen. Nein, was habe ich gemacht? Das ist aber machbar, Freunde. Das ist definitiv machbar. Okay, schieß einmal. Einmal so. Oi, fuck, das war knapp. So, schieß einmal bitte. Okay, das war blöd. Da sollte ich vielleicht noch ein bisschen runterrutschen, während die Rakete schießt. Okay, das haut hin. Oh, fuck. Ich muss mich da hinter dieser kleinen Stelle verstecken. Übel. Einfach nur übel. Ich hasse ja generell Raketen. Das ist somit das Ekelhafteste bei Meat Boy. Okay, alles klar. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, Freunde. What the fuck? Alter, nein, jetzt lande ich da auf diesen Scheißstacheln. Das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Aber okay, der Part hier passt schon mal. Da sind wir vor der Rakete sicher, da schießt er und da sind wir oben. Alles klar, die zweite Rakete, die geht ins Leere. Da kann ich hier drüber springen. Alles klar. Nein, jetzt springe ich da in die Stacheln. Das ist doch bescheuert. Okay, ganz ruhig, Sinan. Ganz ruhig, das schaffst du. Das ist nicht schwer.
Das ist schwer, fuck you. Was war das denn bitte? Scheiße. Alles klar, ich mach die Folge so lang, wie diese Warp so geht, wie dieses Glitch-Level geht. Ich mag jetzt in dieser Folge quasi die fehlenden Glitch-Level schaffen. Alles klar. Komm mal hoch, dankeschön. Dann können wir hier drüber springen. Oi. Oi. So, was ist das? Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße, ist das eng. What the fuck? Vielleicht sollte ich da die Laufentaste loslassen. Damit sollte ich es eventuell schaffen können. Das ist ja übel. Oh, und dann geht's da oben nochmal in so einen Gang rein. Wie gerade eben hier. Oh, Freunde, Das Glitch-Level ist übel. Das Glitch-Level ist übel. Das ist, glaube ich, die übelste von allen sechs. Die anderen gingen, definitiv. Die hier ist übel. Die hier ist richtig übel. Okay. Alles klar. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße, da ist eine Kanone. What the fuck? Alter. Ach, du heilige Scheiße, das gibt's doch nicht. Habt ihr gerade gesehen, dass die letzte Rakete uns fast erwischt hat? Leck mich am Arsch. Wie übel einfach nur. Ich streiche mir jetzt hier einfach mal alle Glitch-Level durch. Heilige Scheiße, wir haben alle Glitch-Level geschafft, Freunde. Und das in sagenhaften 17 Minuten. Uns fehlt in Rapture nur noch die Warp-Zone von The Guy. Und uns fehlt in der Cotton Alley Light World Nummer 20, Dark World 2, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19 und 20. Und wisst ihr, was dann los ist? Dann haben wir die 106 fucking Prozent geschafft. Schaut euch diese Scheiße an. Wir haben hier nur noch ein paar Level, Gottverdammt. Ein paar fucking Level. Das ist so übel, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Kranke Scheiße. Ich bin gerade so ein bisschen extrem euphorisch. Ich bin extrem gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben gerade innerhalb von 17 Minuten 5 Glitch-Level geschafft. Glitch-Level, die eigentlich schwierig sein sollten. Aber wir sind da durchgerusht wie sonst was. Ich bin ein wenig stolz auf mich. Das kann ich, glaube ich, zu Recht behaupten. Ja, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 20 Uhr wieder. Bis dahin, ciao!